Henrik, herzlichen Glückwunsch zum 50. Pflichtspiel-Derby-Sieg. Ein hochverdienter, würde ich sagen, oder? Gratulation. 50e victoire du derby, c'était vraiment très mérité, il le dit. Merci. Oui, bien sûr, on a très bien joué. Peut-être c'était le meilleur match de cette année qu'on a fait. Et la première mi-temps, on a fait des très bons moments. Et deuxième aussi, et on doit gagner parce que si on perdait ce match, ça veut dire qu'on n'avait pas de chance. Ja, in der Tat, das ist wirklich ein tolles Spiel gewesen. Ich glaube, das beste Spiel, was wir gespielt haben diese Saison. Auch schon in der ersten Halbzeit haben wir super gespielt, viele Torchancen herausgespielt. Ja, und zweite Halbzeit genauso weitergemacht und hochverdient gewonnen. Und das war sehr wichtig, weil der Sieg, 3 Punkte, sehr wichtig für uns insgesamt. Dein erstes Saisontor und dann ausgerechnet im Derby. Lass uns doch mal kurz an deiner momentanen Gefühlslage teilhaben. Ouais, aujourd'hui, je sentais quelque chose de positif. Je ne savais pas que je vais marquer, mais je suis très fier qu'on a gagné le plus important. J'ai marqué le but, mon premier but, un but très important. Mais je dois continuer à travailler encore, je suis très fier pour ça. Merci à mes copains et aussi à Ilkay Gündoğan qui l'a fait la passe. Also wirklich, ich fange mit dem Ende an. Also vielen Dank an Gündoğan und an meine Mitspieler, dass ich das so erzielt habe. Gündoğan hat die Vorlage gemacht. Ich habe heute was gespürt, ich wusste nicht was, aber ich habe was gespürt, Positives, und ich bin sehr glücklich für mich natürlich, für das wichtige Tor heute, das 2-0, und sehr glücklich für die Mannschaft insgesamt und für die Fans. Was kann dieses 3-0 im Derby, es war ja 4. Sieg in Folge, jetzt für den Rest der Saison bedeuten? Ouais, c'est très bien, on a gagné le 4e match, qu'on continue, mais maintenant on a un très match important à la Coupe contre Dynamo Dresden, et depuis maintenant on doit se concentrer pour ce match-là. On a très bien joué contre Schalke, ça c'est une histoire déjà, et on doit continuer. Ja, also das ist erstmal eine Geschichte jetzt. Das Spiel ist schon vorbei. Das nächste steht vor der Tür. Dynamo Dresden, wichtiges Pokalspiel. Dann das nächste Spiel in Hamburg. Wir müssen weitermachen da, wo wir jetzt gerade aufgehört haben. Und wie gesagt, Schalke ist schon jetzt Geschichte. Dieses Spiel hat auch viele Geschichten geschrieben. Eine war das 1-0 von Ober und der Batman- und Robin-Jubel. Was sagst du dazu? Ce que tu dis de Oba, c'est une histoire avec Batman, c'est quelque chose de très intéressant, c'est quelque chose de très joli. Ouais. C'est Oba et Marco, ce sont des joueurs qui font des choses comme ça, je suis très fier pour eux. Je serai très fier s'ils marquent dans tous les matchs et ils font dans tous les matchs le Batman et le Robin. Ja, das ist eine schöne Geschichte, das ist eine Geschichte von Oba und von Marco. Das sind zwei verrückte Spieler. Die machen solche Sachen. Ich freue mich für die beiden Spieler. Aber vielleicht das Wichtigste ist, wenn die dann in jedem Spiel treffen, sollen sie es in jedem Spiel ja dann machen.